Ja, willkommen zu unserer neuen Serie Mission at Home. Na, neue Geschichte. Wir kochen bei richtig wichtigen Leuten zu Hause, wie zum Beispiel unserem Leo. Leo kennt jeder. Leo ist unser Professor aus Japan. Okay. Sieht man gar nicht, schaut gar nicht so aus. Ist wirklich so. Hi Leo. Hi Gerd. Aber freue mich riesig. Japan ist mein zweites Heimatland, weißt du auch. Und da wollen wir einfach mal zusammen kochen, richtig zaubern. Was kochen wir? Natürlich Sushi. Was denn sonst? Klar, logisch Sushi. Für den Hausgebrauch. Wir kaufen ein hier bei Rewe Köckeritz in Leuben, neben der Staatsoperette. Kennt auch jeder. Hier gibt es wirklich alles von Gemüse bis zu Nori-Blätter. Also alles, was man auch für Sushi braucht. Tollen Fisch. Und da geht es jetzt erstmal los ans Einkaufen. Da ist ja schon der Köckeritz. Hallo Herr Köckeritz. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo Herr Köckeritz. Hallo. Grüße Sie. Schön, dass wir bei Ihnen einkaufen dürfen, na, dass Sie uns präsentieren auch, dass Sie uns unterstützen mit unserer tollen Sendung. Hier kann man wirklich alles kaufen, wenn man mal schaut. Gemüse, Kräuter, Bio, asiatisch, alles, was man sich vorstellen kann. Oder gibt es noch mehr? Ja, viele lokale und regionale Produkte. Also bei uns gibt es wirklich alles. Hier gibt es wirklich alles. Dass wir das auch Ihnen zeigen können, gehen wir gleich mal um die Ecke zum Asiamarkt. Gerne. Okay, heute kochen wir Sushi. Ja. Starten wir los. Ja. Hier haben wir alles aus dem asiatischen Bereich. Ich habe gehört, heute soll es Sushi geben. Mhm. Den eingelegten Ingwer, Wasabi-Paste, Sojasauce, Reisessig, Sushi-Reis und die Nori-Blätter. Die Matten alles da. Herr Köckeritz, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wenn Sie noch irgendwas brauchen, mich oder meine Mitarbeiter kontaktieren. Wir sind sofort für Sie da. Dankeschön. Bis später. Viel Spaß beim Kochen. Haben wir. Tschüss. So, Leo. Jetzt. Ja, wollen wir mal, ne? Die Nori-Blätter brauchen wir. Die Nori-Blätter, so. Dann Stäbchen haben wir. Eine Makisu. Makisu ist wie Matte zum Rollen für die Makis, ne? Reis ist ganz wichtig zum Säuern vom Reis. Sushi-Reis haben wir hier. Ah ja, da ist er. Nehmen wir mal zwei Packerl mit, oder? Du hast einen großen Hunger. Ja, nee, auf jeden Fall. Drei Packerl. Reispackerl, drei Packerl ist gut. Sojasauce, ja, ich habe gesehen, also diese Bambu-Garten. Heute nehmen wir mal die Sicherung. Ja, super. Hier ist ja alles da, was man sich vorstellt. Ne? Gut. Ja. Haben wir die. So. Super, was brauchen wir noch? Gemüse? Gemüse brauchen wir. Also Fisch alles. Natürlich. Fisch brauchen wir. Ich hole mal von unserem Fischwagen. Ja, schön frisch. Und los geht's. Okay. Sushi brauchen wir Lachs, ne? Lachs, Thunfisch, Klassiker. Es gibt natürlich auch vegetarische Sushi oder natürlich süße Sushi mit Obst. Wir machen eine klassische Lachs und Thunfisch, Leo. Lachs und Thunfisch. Hätten wir bitte gerne ein bisschen was. Aus. Genau. Eine Seite Lachs, Streifen Thunfisch dazu. Wunderbar, ja. Ja, super. Ja, Fisch schaut natürlich super aus. Wann sind Sie denn immer hier? Wir sind immer dienstags von 10:30 bis 18 Uhr. Tolle Fischmarinaden. Tolle Fischsalate, herrlich. Wow, ein da Stück Thunfisch genau. Für Sushi geeignet. Sehr gut, wunderbar, das machen wir doch. Vielen Dank schon. Ohne Konservierungsstoffe, Feinstoffe, handgemacht. Gestern noch im Atlantik, heute schon bei uns auf dem Teller. Ja, grüße liebe Zuschauer, während Gerd und der Leo im Rewe einkaufen sind in Dresden-Leuben, habe ich mir nämlich vorab schon mal diesen Schlüssel hier geben lassen und befinde mich jetzt hier im Röhrsdorf, im wunderschönen Zuhause vom Leo und werde das, bevor die Jungs kommen mit ihren Einkäufen, mal inspizieren, ob die Küche auch kochtauglich ist. Und ich muss sagen, ich bin total geflasht, weil hier ist schon alles super dekoriert. Naja, der Leo ist ja auch ein Künstler. Das sieht man hier durch und durch. Wunderbar schon der Tisch gedeckt. Wir machen ja heute Sushi. Und jetzt muss ich gleich mal hier gucken. Ich weiß nicht, ob er das alles aus Japan wirklich mitgebracht hat. Das scheinen alles wirklich Originalteile zu sein. Hier steht zumindest schon mal, oh, Leo 1994 Japan. Da muss ich ihn nachher mal fragen. Also das scheint er wirklich selber gemacht zu haben in Japan, also eine Edition bei Leo. So, also wunderschön, gedeckt alles. Ich weiß gar nicht, was man hier noch machen soll. Küche auch riesig, da hat auch der große Gerd Platz, ne, und kann sich entfalten. Also hier wird das Ganze dann
stattfinden. Aber so viel Keramik. Hier auch alles voll. Muss ich ihn dann glatt mal fragen, ob er das mal gezählt hat, wie viel Schälchen und so weiter er hat. Und ob das auch alles aus Japan ist. Er ist ja aus Meißen, der Leo. Vielleicht ist das auch alles Meißner Porzellan. Und das ist auch witzig. Eine rollende Sushi-Rolle. Und nee, eine drehende und ein bisschen rollende. Jetzt gucken wir hier mal noch um die Ecke. Oh, das ist das Arbeitszimmer vom Leo. Auch sehr, sehr bunt. Viel, viel, viele Sachen. Jetzt müssen wir mal nach oben gucken. Ich muss der Kamera mal hinschwenken. Also eine richtige große Sammlung von, ich weiß nicht was alles. Auf alle Fälle sieht man auch hier schon wieder, dass das Ganze japanisch angehaucht ist. Der Leo ist ja auch sowas wie ein Japan-Botschafter und reist ganz oft nach Japan. Aber da müssen wir nachher nochmal mit ihm reden. Hier findet sich auch Gerd Kastenmeier wieder, weil er hat nämlich die Weinflaschen oder die Etiketten für die Weinflaschen gestaltet. Hier gibt es so viel zu entdecken. Und das ist sozusagen der Arbeitsplatz vom Künstler. Jetzt muss ich mal eine Sitzprobe machen. Ein wunderbarer Ausblick, also so lässt es sich natürlich arbeiten. Also hier entstehen die ganzen kreativen Ideen anscheinend, die ganzen schrägen Vögel. Sehe ich hier schon wieder Kastenmeiers, ob er das hier extra hingelegt hat, damit der Gerd sich freut. Meißner Schwerter, okay, das sind wahrscheinlich jetzt alles Entwürfe. Also der Leo scheint gut ja, zu tun zu haben. Ich überlege jetzt gerade, so ein Vogel, weil er ist ja bekannt für die schrägen Vögel. Hier haben wir einen schrägen Vogel. Ah. Und überall Japan. Okay. Sehr interessant. Das ist auch lustig. Dynamo-Fisch. Schön. Okay, also viel zu entdecken. Bunt, bunt, bunt. Gucken wir mal noch eine Etage höher, würde ich sagen. So, aber auch wunderschönes Haus. Neubau, alles ganz modern und mit Blick ins Grüne, finde ich richtig schön. Auch hier findet sich sogar im Treppenhaus wieder Japan wieder. Also wirklich, ja, der Japan-Botschafter aus Dresden. So, und auch hier wieder Porzellan. Ich glaube sogar auch aus Japan. Also wie viele Schüsselchen der Mann hat, ist der Wahnsinn, oder? Und Skulptur, ja. Und das ist das Wohnzimmer hier oben. Also Küche unten, Wohnzimmer oben, auch interessant. Und das ist auch eine ganz schicke Lampe. Und was ich ja so toll finde, ist der Blick ins Grüne. So. Hier ist auch noch ein Arbeitszimmer. Oh. Es hat geläutet. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, sie sind schon da. So, das werden sie wohl sein. Wer auch sonst? Hallo, hallo. Wart ihr schön einkaufen? Natürlich. Ja, habe ich euch ausgesperrt, wa? Wir haben auch noch die Gabi abgeholt. Ah, die Lieblingsgabi von Leo, die hilft uns nämlich noch Sushi machen. Die Sushi-Rollerin heute. So, ich habe mal schon mal eine Inspektion gemacht vom Haus. Schön, dass du mir einen Schlüssel gegeben hast. Es gab viel zu entdecken. Bist du zufrieden? Hast du alles gefunden, was du brauchtest? Ja, klar, ich weiß jetzt, welche Farbe deine Unterhose hat. Aber auf alle Fälle sehr schön und sehr viel Platz zum Kochen. Und sag mal, wie viel Schälchen und Porzellan hast du? Und wer wischt Staub? Das Staubwischen ist wirklich ein Problem. Machen wir von Zeit zu Zeit. Und wie viele? Ich habe sie nie gezählt. Also wir können vielleicht mal ein Happening machen, können wir sie alle mal zusammenzählen. Aber es oder ein Polterabend. Nee, lieber nicht. Definitiv viele. Dann packt mal aus. Habt ihr alles bekommen? Alles bekommen. Alles bekommen, genau. Ich weiß gar nicht, ihr habt so schön hier dekoriert, ob wir überhaupt noch Platz zum Kochen haben, Mensch. Hast dir so viel Mühe gegeben, du und Gabi. Ach klar. Ja. So. Und was gibt's denn jetzt eigentlich? Also Sushi macht ihr persönlich auch immer selber, ist euer Lieblingsgericht. Ja. Da gibt es ja viele Varianten, verschiedene Formen. Maki-Sushi, die Nigiri-Sushis, California-Rolls, also eine Adaption. Ja, und wobei, wie man weiß, Sushi ist eigentlich nur Reis. Ne? Basis gesäuerter Reis ist schon Sushi. Ohne ganz klassisch eine Schale gesäuerter Reis ist Sushi. Ach so, ich dachte, das ist der Fisch ist das Sushi in Kombination mit Reis. Nein, nein, deswegen das denke ich viele. Deswegen aber. Genau wie okay. Unser historisch gewachsen, unser Sauerkraut, um das haltbar zu machen, über den Winter zu bringen,
hat man früher in Asien, speziell in Japan, den Reis auch gesäuert, um ihn haltbar zu machen in Zeiten ohne Kühlschrank. Konservieren. Und dann ist mal jemand auf die Idee gekommen, sicher irgendwie so ein pfiffiger Koch wie du, und der hat dann Fisch aufgelegt. Insel, ringsrum gibt es den ja vom Feinsten. Und so ist, jetzt ganz populär formuliert, der Sushi entstanden. Also ich sehe schon, du kennst dich mit Japan aus. Ja, auch mit Speisen. Ein klein bisschen. Und da die Rollenverteilung bei uns auch stimmt, das muss in einer guten Küche und in einer guten Beziehung so sein. Mache ich die Rollen. Macht die Gabi nämlich die Maki-Rollen. Und mal sehen, wie das so rollert. Ich würde auch sagen, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Wir machen dann noch ein Schwätzchen zu deiner Porzellansammlung und zu den schrägen Vögeln. Mhm. Und ich setze mich jetzt, ihr habt ja so einen schönen Garten, raus mit einem Gläschen Wein. Lasst es mir gut gehen, lasst euch arbeiten. Okay. Und genau, ab geht's. Genau, habt ihr zu tun. Ihr rollt. Wir rollen und wir rollen. Mission at Home startet. So, wir rollen hier vorne. Wir erstmal hier ein bisschen freimachen, bitte. Genau. Ja, wir haben schon mal ein bisschen Reis vorgekocht. Wir hatten ja schon ein bisschen vorbereitet. Reis ist immer eine wichtige Sache. Reis muss natürlich vorgekocht sein, er muss gesäuert sein, das ist ganz wichtig. Und er muss natürlich auch fertig sein. Also muss er leicht, darf er leicht ein bisschen haben, aber deswegen muss man vorher kochen. Vorher kochen, abkühlen lassen, normalerweise ausrühren auch noch, dass er gleichmäßig auskühlt. Ja, bei uns geht es jetzt los ans Kochen natürlich. Ne? Also wir kochen jetzt, kochen ist relativ, gekocht ist er ja schon, wir machen jetzt Sushi. Ich brauche euch nichts erklären, also es geht immer darum bei der Geschichte, was wir machen, alle machen immer ihre Lieblingsrezepte und ich verfeine die dann noch ein bisschen, also ich gebe dann ein bisschen i-Tüpfelchen obendrauf, wenn es überhaupt spannend. Was gibt zum i-Tüpfelchen machen. Klar, so, Gabi, Karotte hast schon angefangen, ich würde sagen, klein Cheers gleich mal, der Gurke machst fertig. Mhm. Die Avocado hole ich dir gleich mal raus, bevor ich mich um den Fisch kümmere. Da gibt es im Jahr einen Trick, schau, da gehst du nur her. Da gehst du nur her, schneidest die Avocado einmal außen rum. So, oder? Dann gehst du her, holst den Kern raus. So, zack. Hups, auf der Flucht erschossen. Und jetzt, ganz einfach, schau mal her. Jetzt gehen wir hierher. Schauen wir mal, ein bisschen Platz da. Jetzt nimmst du einen Löffel. Fass mit dem Löffel hier einfach rein. Einfach an der Schale entlang, dann holst du die Avocado raus hier und zack. Perfekt. Und schon kannst du es in schöne Streifen schneiden. Gut, okay? Mache ich. Wichtig bei der Avocado ist natürlich auch, da, wenn du es anfasst, dass sie weich ist. Mhm. Grüne Avocados kannst du damit alles machen, vergessen. Außer essen. Ja. Okay, gut. Ich mache schon mal ein bisschen Fisch herüben in der Zwischenzeit. Okay. Es gibt also auch spezielle Sushi-Messer, das heißt, eine Seite ist flach, eine Seite ist leicht gewölbt, ist optimal zum Schneiden, das heißt, wenn man die Sushi schneidet, bleiben sie nicht am Messer kleben, sondern fallen auch runter. Na, so, jetzt haben wir hier unseren Fisch. Müssen wir als allererstes mal den Mittelstrang noch entfernen. Ich würde mich mal um die Gurke kümmern. So. Jetzt haben wir hier unseren Lachs. Dann schneiden wir noch die dranigen Stellen weg hier. Das ist das, was wir nicht haben wollen. So. Tranig heißt das. Tranig heißt das, genau. Das ist das, was wir nicht möchten. Das ist das, was dann nach Fisch schmeckt im Endeffekt. Oder penetrant nach Fisch schmeckt. So, dann haben wir hier unsere Stücken. Und Leo, wie hättest du das denn gern? Dünne Streifen, dicke Streifen? Also ein paar schöne, lange, dünne für die Makis. Schön schlank, schön dünn. Die Nigiere schneiden wir hier natürlich raus. Ne? Super, genau. So würde ich dir das jetzt vorbereiten. Ja. Und kann ich es noch ein bisschen dünner machen? Ich mach's noch dünner, ich schneide noch einmal der Länge. Okay, alles klar. Deine Streifen kannst du mitnehmen, okay? Mhm, mach ich, warte. In der Zwischenzeit haben wir natürlich noch, es geht noch weiter bei uns hier, mit unserem tollen Thunfisch. Das ist ein Gelbflossen-Thunfisch, den wir hier haben. Die klassische Thunfischart für Sushi. Es gibt natürlich auch Blauflossen-Thunfisch, ist aber heutzutage nicht mehr so leicht zu bekommen. So, dann mache ich das Gleiche wieder, Leo, ja? Das Gleiche wieder, genau. Ja. Schön, zum einen so schöne, schlanke Streifen. So, wie schaut es bei euch aus soweit? Ja, ganz gut. Ah, es läuft alles, es ist gut. Gemüse wir arbeiten, läuft. Wir Künstler arbeiten natürlich mit Komplementärkontrast. Gabi, rote Matte, ich die grüne Matte, Schneidmatte. Wir machen noch unsere Mayonnaise mit dem Thunfisch. Da habe ich jetzt bei zwei Eier. So, und was jetzt der Knaller ist, diese Maschine.
Das kenne ich von meiner Mama. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Und die Maschine habe ich seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin total begeistert und deswegen machen wir Home Stories, weil das ist einfach phänomenal. Das ist wirklich. Ich bin begeistert, wirklich. Sie hat es so lange gemacht. Also. Hey, Hammer, ich bin begeistert. Also heute macht sie es auch. Ja, heute genau. Macht sie es auch. So, wir machen jetzt eine Mayonnaise, und zwar eine Thunfischmayonnaise. Leo, das Rapsöl. Rapsöl. Mhm. Und rein damit. Schon rein, weißt du. Mayonnaise kann man kaufen, Mayonnaise kann man aber selber machen, da weiß man, was drin ist und man kann es auch mit dem Fettgehalt natürlich steuern. Ne? Das heißt, wir haben jetzt eine Mayonnaise gemacht, die nicht ganz so fettig ist, sondern nehmen wir unseren Thunfisch. Mhm. Wir wollen es ein bisschen würziger machen mit ein bisschen Chili, was denkst du? Oder ich mache auch gerne Kapern rein. Also Kapern auch gut, ja, absolut gut, klar. Ja, mache ich drauf. Kapern, gerne. Mhm. Dann machen wir von den Kapern ein bisschen Wasser auch mit rein. Dann machen wir noch ein kleines bisschen Sojasauce. Mhm. Okay. Für das Salz natürlich noch so, was wir in den Kapern auch schon haben. Dann probieren wir das Ganze gleich mal. Oh, die Maschine! Meine liebe Mutter wäre stolz auf mich. Ist sie auch. Das kann ich dir sagen, ja. Arita Porzellan natürlich. Arita. In der Schale war definitiv noch nie Mayonnaise drin, ja. Aber in Japan nicht. Aber wir haben sie super hingekriegt. So, wir haben jetzt unsere Matte hier, Gabi. Mhm. Wir machen die Rollen aber nicht ganz so groß. Das heißt, wir nehmen von der Matte ein bisschen was weg. Wichtig ist die raue Seite nach oben. Ne? Und was viele, also meiner Meinung nach, immer den Fehler machen, ist, dass zu fest angedrückt wird, das Ganze. Mhm. Ne? Dass es zu kompakt ist. Also ich finde immer Sushi richtig schön, geschmeidig, fluffig. Ne? So, das heißt, machen wir jetzt hier unseren Reis. Wenn es klebt, immer ein bisschen Wasser. So, was machen wir da? Ein bisschen Avocado noch mit dazu. Gut. Ich liebe Avocado. Oh, Mensch. Ich mache nur eine. Du machst es sehr gehaltvoll, genau. Ja. Sehr gehaltvoll, genau. So, dann gehen wir her. So, jetzt gehen wir her. Jetzt haben wir diese Mandel. Jetzt wird das Ganze einfach nur gleichmäßig gerollt. So. Ratzfatz ist die erste Rolle fertig. So, dann haben wir noch die Nigiris. Es gibt für die Nigiris haben wir auch was Tolles hier. Ne? Es gibt natürlich auch Nigiri-Rollendreher, sowas hier. Da presst man die Nigiris rein. Oder man macht es eben klassisch von Hand, wie hier der japanische Sushi-Meister. Ne? Oder man macht es klassisch von Hand, ja. Aber so kann man sich auch wirklich ganz gut helfen, wenn es schnell gehen soll. Wenn es schnell dann muss. Ansonsten den Reis nicht zu stark pressen. Erfolgsgarantie braucht. Den Reis nicht zu stark pressen. Dann nimmt man ein bisschen, ne, eine... Zum Beispiel Lachsrolle, gehen wir her, machen ein bisschen Wasabi auf den Fisch und drücken diese klassische Bewegung in Nigiris hier rein und haben natürlich wunderbare Nigiris hier. Ne? Schauen wir her. Guck mal, auf diese wunderbare Platte kann man schon anrichten. Denn so. Beim japanischen Porzellan ist es manchmal so, dass man sich wundert, warum es diese Glasur oder jene Farbe hat. Wenn man es dann mit den Speisen im Zusammenhang sieht, dann weiß man wieder ganz genau warum. Wir haben ja eine Spezial-Sushi erfunden. Kennen ja alle die gefüllten Reisschoten. Ja. In Varianten, aber man kann jetzt, wenn man den Spitzpaprika, den es in Rewe Rot und Leo Rot auch wunderbar gibt, kann man dann hier wunderbar füllen. Okay, machst du ein bisschen Wasabi dann mit rein oder kommt dann eben... Das kommt dann alles hinterher rein. Die wird erstmal gefüllt und ich trickse quasi, das ist auch jetzt für jemanden, der sagt, oh, ich traue mich nicht mit dem Rollen oder ich will wirklich erstmal einfach anfangen. Ist natürlich eine schöne Optik natürlich. Ne? Na? Optik und Paprika, roter Paprika, muss man wissen, wird auch oft in Sushi mit eingerollt natürlich, weil schön, schöne Süße, ein bisschen knackig das Ganze. Und hier ist es quasi so eine freie Interpretation von Inside Outside, dass man die Inside nach außen geholt hat. Und jetzt schneidet man das hier so durch und schon hat man ein Maki und kann das dann hier wunderbar drapieren. So, und jetzt habe ich da 4 Stück drauf, das soll man im Japanischen nie machen. Immer 5 oder 3 oder niemals die Zahl 4, die ja bei uns so als so beliebt ist. Denn 4 steht für Tod und Unglück. Also machen wir hier von 5 drauf, dekoriert wird es dann auch. Das ist gut zu wissen. Ja. In Japan nie eine 4. Ja.
Unbedingt. Also es gibt im Krankenhaus kein Zimmer 4. Und auf die Frage eines japanischen Freundes, warum aber japanische Autos 4 Räder haben, hat er dann überlegt, im Kofferraum ist das 5. und 5 ist eine Glückszahl. Oh Gott sei Dank. Ihr habt ja schon so fleißig hier gerollert, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist doch so einfach, das hätte ich gar nicht gedacht. Eben einfach nur Mut, einfach machen. Und es ist ein wunderschönes, gesundes Essen. Man kann es vor allem auch super machen, wenn man Gäste hat, gemeinsam. Super, ja. Und freut sich dann über das Ergebnis. Also wir haben es schon mal mit 40 Leuten zusammen gemacht, mal mit 12. Also es gibt da immer eine Lösung. Okay, ich würde sagen, die beiden rollern jetzt noch ein bisschen, ne? Und würde hier dieses Schüsselchen mal mitnehmen, denn das hat, ist mir vorhin ja schon so ins Auge gestochen. Das war unsere Geschichte, ja. So, und da entführen wir nämlich den Leo noch mal in sein Arbeitszimmer. Ich würde sagen, in die heiligen Hallen, oder? Ja, und das Praktische ist, es ist quasi auf einer Ebene mit der Küche, weil ich auch in der Küche arbeite und zeichne. Oder hier dann im Atelier in diesem Sonnenplatz. Und hier entstehen so die ganzen schrägen Vögel zum einen und viele andere Entwürfe, Gestaltungen, viel natürlich für die Gastronomie. Dann setzen wir uns doch einfach mal hin. Ich hatte vorhin, als ich die Hausinspektion gemacht habe, auch einfach mal ganz frech an deinem Arbeitsplatz Platz genommen und dachte so, ist das Künstlerleben schön, ne? Mit Ausblick ins Grüne. Leo, warum eigentlich Vögel, schräge Vögel, warum ist es kein Krokodil oder so geworden? Ja, die Vögel können fliegen, sie können in jeder Lebenssituation eine Lösung finden, sie können weite Wege entspannt zurücklegen und man kann vor allem auch gern nach Japan fliegen, in Gedanken, in Wirklichkeit natürlich auch. Und entstanden sind die mal, ja, 7. Klasse vielleicht, war in Physik nicht ganz so gut, bei einer Physikarbeit war das irgendwie mal auf dem Rand entstanden, hat mein damaliger Klassenlehrer entwickelt oder ermittelt. Und die Vögel sind ein Thema, Janosch hat die Tigerente und es macht einfach Freude und es macht vielen Kunden, vielen Kollegen auch Freude und die Aufträge geben mir recht und kann aber auch anders, also Vögel. Du kannst auch was anderes außer Vögel, das ist doch ein schöner Satz. Ja. Ein schönes Thema. Ein schönes Thema, Vögel, ja, auf alle Fälle. Du hast gesagt, Aufträge hast du genug, ich habe es auch vorhin schon gesehen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, so in eurem Haus ist wirklich schön gelegen hier in Röhrsdorf, mit Blick ins Grüne, einen Teich habt ihr gleich in der Nähe. Braucht das so ein Künstlerherz auch, diese Entspannung? Ist so eine Hektik, wie wenn du jetzt in der Neustadt bei uns wohnen würdest, in Dresden-Neustadt, das wäre jetzt nicht so für dich? Also durch Aufträge ist man ja eh viel unterwegs und hat auch oft Hektik durch Events, durch Veranstaltungen. Und da ist das eine wunderbare Möglichkeit. Andererseits ist man auch sehr, sehr schnell auf kurzen Wege von unserem Häuschen her, ist man dann eben in der Neustadt oder am Neumarkt, wo dann auch viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zu Hause sind. Ich habe ja vorhin, als ich durchgegangen bin durch die Küche, ihr hattet ja so schön schon den Tisch gedeckt und alles mit so ganz tollen Porzellan, unter anderem, wie mir scheint, wirklich original aus Japan, sogar mit einer Leo-Edition. Deswegen habe ich die Schüssel gleich mal gemopst vom Tisch. Du bist öfters in Japan und hast anscheinend dort auch eine eigene Geschirrkollektion, oder wie kommt's? Also Japan ist mein zweites Heimatland vom Herzen. Ich habe ganz, ganz viele liebe Freunde da und da speziell eben meistens Partnerstadt Arita. Wir haben jetzt gerade 35-jähriges Städtepartnerschaftsjubiläum gefeiert. Ich habe persönlich in diesem Jahr 20 Jahre Japan-Jubiläum, also war im April, im März vor eben 20 Jahren das erste Mal da. Und da begann so mein japanischer Traum Realität zu werden. Und wann immer ich da war, hat mich Porzellan begleitet. In meinem ersten Leben bin ich Porzellandesigner und arbeite da jetzt natürlich auch gelegentlich noch für Aufträge und habe für eine Firma in Arita auch das Schöne. Dort ist über 100 Manufakturen, mit einigen sehr gut befreundet und da ist einfach die Verbindung gegeben. Und diese Schale, die ist eben da in dem ersten Jahr entstanden. Also es ist eine richtige Reisschale, also keine Teeschale, sondern eine Reisschale. Und Auf- und Unterglasurdekoration, und das ist so, ja, eins meiner Lieblingsstücke. Andere Sachen sind natürlich auch verkauft. Künstler muss ja auch leben. Und da ist die ja so ein besonderes Highlight, also 20 Jahre.
Und da werden wir auch definitiv draus essen dann. Das können wir mal probieren. Und schön bunt und auch mit Gold. Du hattest aber auch Stücke, ich war ja auch oben vorhin, selbst im Flur, überall findet sich Japan wieder bei dir zu Hause. Mitunter aber auch mit japanischen Schriftzeichen, also wie man die meisten Schwerter kennen, waren da die Schriftzeichen drauf. Ja. Also alles Originale sozusagen alles, bei dir im Hause. Alles Originale und viele Geschenke von Freunden. Das Schöne in Japan ist, man bekommt oft und gerne Geschenke und ich habe natürlich auch ein Jahr in Japan 2001 bis 2002 gearbeitet als Assistenzprofessor und viele Studenten von damals sind heute Firmeninhaber oder Designer in Unternehmen und man ist in ständigem Kontakt und der Genuss, die Freude am Porzellan, am Leben, das verbindet einfach. Muss ich dich da jetzt Herr Professor Leo nennen? Nein, musst du nicht. Es war ein befristeter Assistenzprofessor, aber trotzdem eine ganz, ganz tolle Zeit in meinem Leben und die bis heute eben, von der ich heute profitiere. Ja, man sieht auch einfach, du bist verbunden mit Leib und Seele und das ganze Haus. Japan ist ein ganz großes Thema. Sushi gibt es ja dann noch, der Gerd ist ja noch am Köcheln. Was ich auch ganz interessant war, wir jetzt ja schon mal in deiner Werkstatt sind. Ja. Wir können uns ja kurz noch mal ein bisschen hier umschauen. Ich war vorhin ein bisschen geflasht, so würde ich jetzt mal sagen, als ich das hier oben alles gesehen habe und dachte auch nur, okay, Japan, 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 Fächer, ne, und so weiter. Ist das so eine Sammlung deinerseits? Ja, genau, also man könnte jetzt über jedes so eine Geschichte erzählen und als Designer, als Künstler sieht man ja auch eben die Schriftzeichen auch immer bildhaft und Dinge, Schriftzeichen, die für den Japaner jetzt quasi die Produktinformation sind, sind für uns dann oder für mich dann speziell schon wieder eine Grafik. Und da ich ja viel mit Schriftgestaltung und Schriftzeichnung auch mache, ist das immer Anregung, auch viele kuriose Dinge, also diese Katze da, die dann eben für gutes Business spricht oder Glück bringt. Das wollte ich jetzt, Entschuldigung, mal sowieso fragen, weil die Katze, das gibt auch die mit dem Winke-Winke-Arm. Das ist quasi die, eine Porzellanvariante von der. Was bedeutet die? Weil man sieht die so oft, steht häufig am Eingang auch von Hotels oder im Geschäft und Restaurants, sehr gut, und steht eben für gutes Geschäft. Also man wünscht gutes Geschäft und dass es gut läuft. Und das wünschen wir uns ja alle. Ja, winke, winke, winke. Ganz genau, ne? Ich finde die ja immer ganz trollig, weil ich ja Katzenfan bin, aber so richtig die Bedeutung wusste ich bisher auch nicht. Muss ich erst zum Leo nach Hause kommen, das zu wissen. Katzen sind nicht gut für meine Vögel, weil das ist immer dann so eine Schwierigkeit, dass da nichts schief geht. Sackkäse, richtig? Ach, siehst du? Wir sind fertig mit unserem Gespräch im stillen Kämmerchen und schon haben die beiden hier alles angerichtet. Wir waren fleißig hier, ne, Gabi? Bitte sehr. Ein Schluckchen. Vielen Dank. Ach, und jetzt gibt es natürlich hier noch. Was ist das eigentlich? Ist das typisch japanisch, ne? Das ist ein Sake. Also, wir sagen Reiswein, dürfte eigentlich nicht Reiswein heißen, weil es gebraut und nicht gekeltert ist. Drum verträgt sich super gut mit Bier auch. Was sagt man bei Sake? Was sagt man in Japan? Kampai. Kampai. Aber viel lauter nochmal. Also, das war das. Kampai. 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 So, dann auf ein buntes Sushi mal. Es sieht oishiso aus. Sieht lecker aus, heißt oishiso. Und wenn man es dann getestet hat und es wirklich lecker ist, dann sagt man einfach Oishi. Oishi. Und das geht auch für Sächsisch wunderbar. Das ist Oishi. Eigentlich fast ein sächsisches Wort. Sächsisches Sushi. Einfach mal selber nachkochen. Rezepte gibt es natürlich bald im Internet. Genau, bei dresden-fernsehen.de. Ich denke, der Leo malt uns auch noch einen hübschen Vogel. So, diesmal ein Fisch, einen frechen Fisch. Frecher Fisch mit Rezept, das Ganze zum Download bei uns auf der Homepage. Und das war unsere erste Sendung von Mission at Home. Ich denke, auf alle Fälle ist es lecker geworden. Und das nächste Mal geht's nach Dresden-Striesen. Da besuchen wir ja sozusagen eine Arbeitskollegin meinerseits, eine Journalistin, und zwar Katrin Koch von der Morgenpost. Von der Mopo, die Katrin kennt jeder mit den orangen Haaren. Definitiv. Wir freuen uns schon drauf. Katrin macht ihr Lieblingsrezept und ich verfeine das wieder ein bisschen. Da sind wir gespannt. Du verrätst auch noch nicht, was es jetzt gibt. Nein, streng geheim. Auf alle Fälle. So, und ich würde sagen, guten Appetit und auf Japanisch das Ganze. Itatakimasu. Das kann ich nicht nachsprechen. Das ist natürlich wieder eine Entschuldigung. Ich beginne zuerst. Itatakimasu. Dann, tschüss. Tschüss. Das war Mission at Home mit Rewe Köckeritz in Dresden-Wolpen und in Pirna-Kopitz.